aus Köln. Hier ist die Petra von Stempel dich bunt. Und heute habe ich dir nochmal eine kleine weihnachtliche Idee mitgebracht. Und zwar ist das so ein kleiner Umschlag. Und darin steckt so eine kleine Schokolade von Lindt. Und zwar ist das einmal diese Weihnachtsschokolade. Und hier in dem anderen ist so ein kleines Päckchen von Lindor. Die gibt es jetzt auch eben in dieser kleinen Portionspackung. Die fand ich total niedlich. Und da habe ich dann eben so einen kleinen Umschlag für gemacht. Und wenn du den basteln möchtest, dann brauchst du ein Stück Designerpapier. Ich habe jetzt hier einen Bogen aus dem Set Voller Vorfreude genommen. Der ist überwiegend Gartengrün. Also hier eben nur Gartengrün. Hier sind diese kleinen Schneeflocken auch in Grün. Das ganze Set ist ja in Weiß, Grün und Chili gehalten. Und das Papier hat ein Maß von 12 x 12 cm. Es wird gefalzt bei 6 cm. Das wird also praktisch ein quadratischer Umschlag. Allerdings falze ich nur an den ersten drei Seiten. Das heißt, ich lege das ein, stanze, falze, stanze, falze und an der letzten Seite stanze ich nur. Die letzte Falz lasse ich weg, sodass ich praktisch so ein U gefalzt habe, aber mit den vier Einstanzungen. Jetzt kann ich noch die Ecken runden, und zwar unten und oben. An den Seiten muss das nicht sein. Und weil ich das Punchboard gerade hier liegen habe, mache ich auch den Einleger gleich fertig. Vielleicht hast du es eben bei dem schnellen Blick gesehen. Der Umschlag, der hat hier nämlich in dieser Klappe noch einen Einleger. Dafür habe ich die Folie in Champagner genommen. Dafür brauchst du noch ein Stück. Das hat das Maß 5,5 x 5,5 cm. Und das lege ich jetzt so in das Punchboard ein, dass das mit der einen Ecke genau mittig, guck mal, ob du sehen kannst, so genau mittig unter der Stanze liegt. Und dann, ja, stanze ich. Und damit sieht diese Ecke dann so aus. Und jetzt drehe ich das Ganze diagonal auf die Rückseite und lege das mit der gegenüberliegenden Ecke nochmal genauso unter das Punchboard. Und damit habe ich dann hinterher diesen Einleger. Da runde ich jetzt oben auch noch die Ecke. Und der kann dann gleich eingeklebt werden. Ich knicke jetzt aber erst einmal die Falzkanten nach. So, und dann klebe ich den Einleger aber auch schon ein. Und zwar kommt der über die Seite, die keine Falzlinie hat. Das ist ja die obere Seite. Da wird der einfach eingeklebt. Und als nächstes kann ich den Umschlag zukleben. Das mache ich auch schon mit der Schokolade drin. Und damit das gut passt, kannst du hier unten diese Lasche einmal einklappen. Und dann klebe ich zuerst die Seitenteile zusammen. Dafür gebe ich hier so einen Tropfen Tombow in die Mitte. Ich habe das Ganze so berechnet, dass das Papier so ein bisschen gewölbt werden muss. Das fand ich ganz schön, weil das dann eben so aussieht, ja, als wird das so aus dem Umschlag raus explodieren. So fand ich das. Und das hat mir eben ganz gut gefallen. Und jetzt klebe ich als nächstes die Unterseite auch mit einer Schicht Tombow fest. Dabei kannst du darauf achten, den Tombow erst ab diesem Knick in dem Umschlag aufzubringen, damit er nicht hier unten noch die Schokolade mit einklebt. Und dann halte ich das einen kleinen Moment, bis das angezogen ist. Ja, und ich finde, das sieht so ganz niedlich aus, wie da diese Schokolade oben aus dem Umschlag raus möchte. Gefällt mir irgendwie gut. So, die Dekoration habe ich diesmal schon komplett vorbereitet. Da ist mir nämlich irgendwie dann erst hinterher eingefallen, dass ich das ja noch gar nicht hätte kleben wollen. Die ist aus drei Teilen zusammengesetzt. Ein Kreis Farbkarton. Ich habe das hier auf die Schokolade angepasst und habe den Kreis in Wildleder genommen. Der ist 2 Zoll groß. Und dann nochmal einen Kreis mit Stickkante aus der Folie in Champagner. Der ist eben ein ganz kleines bisschen kleiner. Das ist, glaube ich, der zweitkleinste Kreis. Und dann habe ich hier so einen Button gemacht. Der ist 3,8 cm im Durchmesser.
Da kannst du einfach eben einen entsprechenden Kreis dann nehmen in der Größe. Und bestempelt habe ich den mit dem Stempelset von den Socken. Da ist einmal dieser Spruch und da sind eben auch diese Blätter und die kleinen Beeren, die ich dann hier hingestempelt habe. Ja, dann wird das eben einfach zusammengeklebt. Das Ganze kommt jetzt mit Dimensionals auf den Umschlag. Und zwar, die mache ich jetzt hier auch direkt auf den Umschlag. Drei Stück. Und ich habe hier bei diesen roten Lindor-Verpackungen habe ich natürlich auch roten Farbkarton genommen. Man sieht es nur so ein bisschen, aber ja, das kleine Detail mal wieder. Und dann habe ich meine erste Version, da habe ich so ein Band hier an die Seite geknotet. Irgendwie dachte ich, das wäre eine gute Idee, aber dann hat es mir hinterher doch gar nicht so gut gefallen. Also es sind sogar auch drei Bänder. Es ist ja einmal dieses Satinband, dann das mit der Spitze und nochmal ein bisschen Mini-Palettenband. Aber irgendwie fand ich es dann doch nicht so schön und dann bin ich auf diese, auf diese Filz-Accessoires gekommen und die fand ich dann total niedlich in dem Zusammenhang und habe die deswegen da dran geklebt. Und da habe ich auch noch eins, beziehungsweise zwei übrig. Jetzt nehme ich hier die dritte Version dieser Filzanhänger und zwar eben auch diesen Mistelzweig mit den Beeren. Und das klebe ich jetzt mit Fast Fuse an. Darauf hält nämlich alles. Dann klebe ich das einfach hier so fest. Und dieser kleine Tannenzweig, den habe ich auch einfach hier reingesteckt. Der macht es noch ein bisschen weihnachtlicher. So, und damit ist diese kleine schokoladige Aufmerksamkeit auch schon fertig verpackt. Ich hoffe, dir gefällt diese Idee. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Thank you.